Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin Sandra Hochhuber, hier geht's um die Eigenliebe, das Selbstvertrauen und den Selbstwert. Und wenn dir das hier gefällt, würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und mir einen Daumen hoch gibst. Es nähert sich der Neumond. Und für die meisten Menschen ist es gerade spürbar, wie sich hier viel verändert, wie die Energie intensiv ist, intensiver als irgendwie je zuvor, so kommt es mir jedenfalls vor. Und was kann man da machen? dieses Drumherum ist, wie es ist, und es ist gerade eine große Zeit der Veränderung und im Grunde können wir unser eigenes Spielfeld sauber halten. Also wir können dafür sorgen, dass es von innen raus, dass es uns da gut geht. Und eine ganz hervorragende Möglichkeit dafür ist eben die Meditation, die geführte Meditation, das Eintauchen in Gefühle, die wir gerne fühlen wollen. Also dann mach das bitte nur, wenn du gerade nicht mit dem Auto fährst. Und dann bitte ich dich, deine Augen zu schließen. Nimm einen tiefen Atemzug. Halte den Atem, halt ihn und atme aus. Nimm einen tiefen Atemzug. Halt ihn. Halt ihn und atme aus. Atme in deinem Rhythmus weiter. Leg bitte eine Hand auf dein Herz. Und du atmest ganz normal durch die Nase ein und wieder aus. Ganz in deinem Rhythmus. Dann stellst du dir vor, du sitzt in einem wunderschönen Garten, in dem du dich total wohlfühlst. In deinem allerliebsten Platz in diesem Garten. Duftet herrlich, du fühlst dich wohl. Das sind die Pflanzen und die Tiere, die du liebst. Ein kleines Bächlein plätschert und da ist ein schöner Schwimmteich. Alles ist gut. Du sitzt so in diesem Garten und atmen. Du spürst Sonne im Gesicht und Wind in den Haaren. Wie fühlt es sich an? Weit und weich. Du
voller Leichtigkeit und Vertrauen. Vertrauen in dich und in die Welt. Und dann wiederhole bitte innerlich, was ich sage. Ich darf ich sein. Ich genüge. Ich bin wertvoll. Ich liebe mich. Ich darf ich sein. Ich genüge. Ich bin wertvoll. Ich liebe mich. Und dann zeigt sich vielleicht in diesem Garten etwas, das dich dabei unterstützen kann. Unterstützen, um mehr und mehr in diese guten Gefühle zu kommen und um mit dir und der Welt im Reinen zu sein. Und mir kommt jetzt etwas für dich in den Sinn. Es gibt ein Lied von ABBA, das heißt Chiquitita. Das ist ein kleines Mädchen, das traurig ist und dieses Lied ist ein Lied der Hoffnung und dass die Traurigkeit vergeht und mit Singen und Tanzen leichter ist, voller Hoffnung zu sein. Vielleicht magst du dir das noch einmal anhören, Chiquitita von ABBA. Es ist ein Lied für dein inneres Kind. Dann bedanke dich bitte bei diesem schönen Garten, bei all deinen guten Gefühlen, bei all deinen guten Gefühlen, bei der Sonne im Gesicht und dem Wind in den Haaren, bei all den Tieren und Pflanzen und bei deinem Herzen. Und dann kommst du wieder hierher, du spürst deine Füße auf dem Boden. Dein Po auf der Unterlage, kannst dich ein wenig recken und strecken und hier ankommen. Ausgeruht und entspannt, wie nach einem klitzekleinen Schläfchen. Und dieses Lied hat eine Melodie, die was sehr, die sehr viel Geborgenheit auch so vermittelt. Und das ist es, was so ein trauriges inneres Kind oft gebrauchen kann.
Wenn du dir denkst, ich würde eigentlich auch mal gern was mit meinem inneren Kind machen, mit dem mehr und mehr im Frieden sein, dann schau doch einfach mal auf meine Webseite, melde dich bei mir und wir sehen, ob wir gut zusammenarbeiten können. Ich wünsche dir alles Gute für dich und die Deinen und mich.